Ja, ich begrüße alle anwesenden Vertreter der Medien, Schreibende wie auch Hörfunkpresse. Hier nach dem Spiel Phoenix Hagen gegen Ludwigsburg. Recht turbulentes Spiel, das erste Spiel, was in Hagen in der neuen Halle so abgelaufen ist. Ich darf ganz herzlich begrüßen Markus Jochum, Trainer der EG Ludwigsburg und unseren Trainer Ingo Freier. Für die Geräuschkulisse muss ich mich entschuldigen, können wir jetzt hier leider nichts machen. Allein weil uns noch ein Fensterelement fehlt und ansonsten wäre es hier ruhiger. Nächstes Mal wird der Abhilfe geschaffen. So, Stimmen zum Spiel. Zunächst unser Gästetrainer Markus, bitte. Na gut, zunächst mal Gratulation an Ingo und Hagen für den Sieg. Die Art und Weise, wie das zustande kam, war für uns natürlich jetzt weniger angenehm. Ist ja nicht so, dass wir nicht gewusst haben, was uns erwartet. Darauf waren wir sehr gut vorbereitet. Das eine ist immer, Ideen zu entwickeln und einen klaren Plan auszugeben, wie man gegen so eine aggressive Verteidigung spielt. Und das andere ist dann, wie man sich präsentiert. Also wir haben eigentlich die ganze erste Halbzeit so ausgesehen, als hätten wir überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Hagen verteidigt, wie Hagen spielt. Wir haben im Prinzip gar nichts davon umsetzen können, was wir wollten. Und es ist vollkommen klar, gegen so eine Mannschaft, gegen so ein Spiel muss man mit hoher Intensität dagegenhalten. Man muss den Ball schnell bewegen und um den Ball schnell bewegen zu können, muss man auch die Füße schnell bewegen. Ich habe weder das eine noch das andere von meiner Mannschaft gesehen in der ersten Halbzeit. Und dann kam natürlich ganz schnell eine Sicherheit ins Hagener Spiel und dann sah die Dreierquote entsprechend aus. Anfang des zweiten Viertels hatten wir eine gute Phase. Und prompt sind die Dreier auch nicht mehr so gepurzelt. Allerdings haben wir dann wieder ganz schnell ein paar Ballverluste hintereinander gemacht. Ein paar ganz blöde Ballverluste ganz einfach. Und das hat dazu geführt, dass dann, ich glaube, da waren es 30 Punkte innerhalb von 5 Minuten. Und die zweite Halbzeit war für uns eigentlich nur noch da, um irgendeinen Stolz zu zeigen, dass die Jungs sich nicht so auseinandernehmen lassen wie in der ersten Halbzeit. Und das haben wir dann auch ganz ordentlich hingekriegt und am Ende war das Ergebnis absolut in Ordnung, auch in der Höhe, in der Differenz. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus. Ingo, deine Stimme zum Spiel. Ja, die Spiele sehen bei uns alle ähnlich aus und ich bin froh, dass wir aus dem letzten Spiel in Bonn gelernt haben, bei so einer hohen Führung dann in der zweiten Halbzeit weiter alles versuchen, um aggressiv zu spielen und dass wir dann am Ende mit 13 gewonnen haben. Das zeigt, dass wir doch uns damit beschäftigt haben, was in Bonn war. Und ich bin froh, dass das hier jetzt auch in der Ischlandhalle passiert ist, dass die Mannschaft gezeigt hat, wie wir spielen können, unseren Spielstil und dass wir das erste Spiel hier in dieser neuen Halle auch gewinnen konnten. Ja, ganz herzlichen Dank noch. Markus, noch irgendwas als Nachrede auf Ingo? Nicht. Okay. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Jetzt. Rainer Hoffelich von der Westfalen, aus den Hagen. In der Halbzeit hieß es, Sie hätten Protest eingelegt, beziehungsweise der war offiziell. Es war aber noch unklar, ob der aufrechterhalten wird. Nur darüber, wenn man. Ich meine, das war schon turbulent, was da jetzt passiert ist. Und da müssen wir jetzt noch drüber reden, intern, wie wir da weiterverfahren. Die Regel ist ja klar, man muss innerhalb von einem Tag den Protest bestätigen oder zumindest zurückziehen. Und da müssen wir jetzt im Prinzip einfach gucken. Ich kenne die Statuten nicht, was da jetzt im Endeffekt alles, ich sag mal, an Voraussetzungen bestehen muss, die auch klappen müssen. Da gab es so ein paar Kleinigkeiten, die nicht in Ordnung waren, aber das ist im Endeffekt jetzt auch nicht mehr so meine Sache. Da müssen andere jetzt Entscheidungen treffen. Also mir hat der Herr Staudenmayer in der Halbzeitpause gesagt, es hätte auch schon Stromausfälle gegeben, auch in dieser Saison in anderen Hallen, ohne dass das jetzt als Protest eingeht. Das passiert schon mal, sagt er, dass irgendwo die Uhr nicht mehr geht oder das Licht ausgeht. Also ich kenne die anderen Fälle nicht. Ich weiß nicht, wie die Regularien sind in der BBL fahren mit solchen Geschichten. Von daher kann ich da jetzt im Moment gar nichts dazu sagen. Da werde ich mich beraten lassen. Das bin ich ja nicht derjenige, der das entscheidet. Da werden wir intern drüber reden und dann eine Entscheidung treffen, ob wir den Protest aufrechterhalten oder nicht. Haben Sie denn speziell Ihre Mannschaft da irgendwie einen Nachteil gesehen mit den ganzen Turbulenzen, wie Sie sagen, dass wir das Interieur und zweite Viertel noch hinein? War da immer eine Unterbrechung von fast 25 Minuten?
Ja klar, also das ist in jedem Fall ein Nachteil. Es ist auch für die Hagener Mannschaft ein Nachteil gewesen. Die Spieler können alle da nichts dafür, aber das ist definitiv ein Nachteil. Die Spieler haben einen gewohnten Rhythmus, auch vor dem Spiel, was da die Zeit zwischen, ich sag mal, Verabschiedungen oder Ehrungen, als die Mannschaften vom Feld geholt wurden, bis zur Vorstellung, die war einfach zu lange. Und das ist ein Rhythmus, den man vor dem Spiel einhält, der auch vorgegeben ist, der klar vorgegeben ist. Und da waren so ein paar Sachen, die waren nicht in Ordnung. Und natürlich muss man, wenn man jetzt auf der Ebene hier spielt, müssen solche Sachen funktionieren. Es ging ja nicht nur um Stromausfall und es ging um die Anzeigetafel. Also da waren ja so ganz viele kleine Punkte. Und ich kann ja im Moment dann nur sagen, dass ich uns da im Nachteil gesehen habe, was für mich nicht entscheidend war für den Spielausgang. Also da kann man jetzt drüber diskutieren. Im Endeffekt gehen da alle Beteiligten nach den Zahlen und vergleichen immer so vorher, nachher. Aber es ist definitiv ein Nachteil und ich kenne die Regularien nicht, wie da entschieden oder verfahren wird. Und deshalb werden wir uns da entsprechend, wie schon gesagt, zusammensetzen und dann beraten, wie wir weiter verfahren. Ja, danke, Markus. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits an den Trainer? Nicht der Fall. Beide Mannschaften haben als nächsten Gegner Trier. Ja. Ingo? Mittwoch hier zu Hause. Irgendwelche Gedanken zum Spiel schon? Wir müssen das Spiel jetzt verarbeiten und werden uns morgen daran setzen, das Trier-Spiel vorzubereiten. Dann geht's weiter. Und Markus, wir bereiten Trier auf für euch. Ja, wir müssen das Spiel auch erstmal verarbeiten, klar. Ja gut. So, wenn es keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich für die Pressekonferenz und schließe sie hiermit. Danke.